Und los geht es, liebe Zuschauer, in Adenau mit der Deutschland-Rallye. Ein Lauf, der für die Europameisterschaft zählt. Hier sehen wir Latti und Tedeschini aus Italien mit der Nummer 2. Doktor und Badenberg aus Holland im Wagen mit der Nummer 9. Und wir sehen hier schon in den ersten Etappen sehr schlechte Bedingungen, viel Regen, schwere Bedingungen für die Fahrer. Eine Etappe auf dieser Rallye wird auch diesmal wieder auf dem Nürburgring ausgefahren. Es wird ja für die Rallye-Veranstalter immer schwieriger, Orte zu finden, an denen solche Rallye stattfinden können. Die Schwierigkeit erklärt sich nicht zuletzt auch durch die verstärkten Aktivitäten von Umweltschützern. Gruppierungen wie zum Beispiel Löwenzahn statt Motorwahn sind sehr darauf bedacht, dass solche Veranstaltungen nicht in Gegenden stattfinden, wo sie die Anwohner erheblich stören können. Aber trotz alledem ist Rallye natürlich ein populärer Sport und man wird nicht auf ihn verzichten wollen. Und die Deutschland-Rallye immer eine beliebte Etappe, was die gesamte Europameisterschaftsserie angeht. Hier haben wir Erwin Doktor aus Holland, einen Teilnehmer in diesem Rennen, der hier sagt, dass es sich um eine sehr lange Rallye handelt mit 30 Spezialetappen. Und das Schlimmste, so sagt er hier, steht uns noch bevor. Ein Interview also in der frühen Phase dieser Veranstaltung. Hier haben wir die Nummer 11. Und er kam nicht weit in diesem Rennen. Und das gleiche traf den zu auf Ronald Holzer, der früh ausschied. Er kam von der Strecke. Sein Wagen wurde schwer beschädigt und er konnte nicht weitermachen. In guter Position, Dritter im Moment insgesamt. Der Wagen mit der Nummer 2, Liatti und Tedeschini. Hier haben wir Holzer und Wenzel. Und er wird, wie ich gerade sagte, früh aus dieser Rallye ausscheiden. Hier sehen wir noch einmal, wie er sich hier um die eigene Achse dreht. Und ein frühes Ende für Holzer. In Führung im Moment der Wagen mit der Nummer 1, Weber und Thiemer im Volkswagen Rallye Golf. Weber herausgefordert allerdings von Liatti und Bosch und Gormley im BMW sind im Moment auch gut im Rennen an dritter Position in dieser Phase des Rennens. Hier haben wir Erwin Doktor, den wir vorhin im Interview sahen mit der Nummer 9. Doktor zusammen mit Badenberg. Und dieser holländische Teilnehmer, Doktor, wies ja vorher darauf hin, dass er dieses Rennen auch so ein bisschen als Test nutzen will. Hier haben wir Theo Badenberg, seinen Partner. Und er sagt, wir sind im Moment Neunter insgesamt in dieser Rallye. Und da können wir uns gar nicht beklagen. Das ist nun nach 14 Sonderetappen. Diese Szene, die wir hier gerade sehen. Und mit der Nummer 5 sehen wir Gerber. Michael Gerber, wie er genannt wird in Holland. Michael natürlich für uns. Und mit der Nummer 13 Marc Soulé mit seinem Partner Fortin. Beide aus Belgien. Erwin Doktor, der hier aufschließt auf Gründel und Hoppe. Die zweite Deutschland-Rallye übrigens für Erwin Doktor. Mit der Nummer 18 hier im Rennen Millicent und France, beide aus Belgien. Im Moment an siebenter Stelle insgesamt in der Rallye.
Und hier immer noch der Führende, Erwin Weber, zusammen mit seinem Partner Hiemer. Und das ist nach 25 Etappen insgesamt, was wir hier sehen. Aber er ist wirklich unter Druck im Moment. Liatti hinter ihm, Liatti und Tedeschini. Und Liatti und Tedeschini, die wir hier im Bild sehen, im Moment an zweiter Stelle, schließen auf und üben immer mehr Druck aus auf die führenden Weber und Hiemer. Der 5-4 Gerber und Tull aus Deutschland auf Mitsubishi. Und hier noch einmal ein Interview mit Erwin Doktor, den wir vorhin bereits hatten. Wie lief es bisher? So wird er gefragt. Nun, bisher lief es ganz gut. Wir haben sehr viele Dinge ausprobiert, was die Reifen angeht und die Radaufhängung. Und wie gesagt, wir nutzen diese Rallye als einen Test. Wir sind eigentlich auf Jagd nach der 8. Plek. Wir sitzen nicht so gek ver mehr vanaf. Aber morgen kommen doch noch hele lange Proeven und moeilijke. Hier sehen wir ihn in Aktion. Ich denke, dass morgen doch der beslissende Tag wird für iedereen. Natürlich konzentriert sich Doktor verstärkt auch auf die Vorbereitung auf die holländische Meisterschaft, in der er sehr gut abschneiden will. Der Nummer 18, Milicin und France aus Belgien. Dann Gründel und Hopfe. Im Moment an sechster Position insgesamt in dieser Phase des Rennens. Hier erneut Soulé und Fortin aus Belgien. Im Moment an fünfter Stelle. Dann Bosch und Gormley auf BMW. Hatten Schwierigkeiten mit einem Reifen in einer Phase. Hier wieder Liatti und Tedeschini. Und Weber im Moment immer noch in Führung. Aber eng verfolgt von Liatti und Tedeschini. Weber hatte dann später Schwierigkeiten mit einem Reifen. Hatte einen Platten. Das kostet natürlich Zeit und im Endeffekt konnte Liatti und Tedeschini an Weber und Hiemer vorbeiziehen. Hier sehen wir die Reifenprobleme von Weber. Und das kostete dem Team insgesamt 45 Sekunden, dieses Problem. Und das war natürlich die Chance für Liatti und Tedeschini vorbeizuziehen und an die erste Stelle zu kommen. Ja, und hier zurück in Adenau. Und so der Zieleinlauf. Liatti und Tedeschini also vor Weber und Hiemer.